Hallo, herzlich willkommen hier auf der schwarzen Pumpe. Wir sind wieder da. Der neue Tag ist angebrochen. Es hat aufgehört zu regnen. Wir werden uns daran machen, den Hopfen runter zu düdeln. So, wir fahren, stellen mal kurz da hier unseren lustigen LKW mit hin und dann springen wir flugs in den Drescher. Der steht ja schon bereit. Haben wir ja in der letzten oder vorletzten Folge schon hingestellt. Also können wir da gleich losdüdeln. So, stellen wir hier hin. Fleisch. So, ihr hört, er ruckelt schon vor sich hin. Das heißt, es kann losgehen. Also, Hopfen, Hopfen, Hopfen. Bisschen leiser machen. So, dann geht es besser, ne? Ja, ich habe ein neues Headset, wem es aufgefallen ist. Den Hopfen, den klappt man ja dann gleich in die Brauerei hier rein. So. Aber mal groß einfahren, oder? Natürlich werden wir groß einfahren. Großgenerierung. Aktuell Feld 2. Mit 3 Vorgewinnen. Gleich groß generieren. Fahren wir mal hier ein Stück zu. Weil dann können wir uns nämlich schon ein bisschen andere Sachen kümmern. So. Ja. So, dann kümmert sich. Dreschen. Maisgebiss. Dann machen wir hier. Feld 2. Speichern. Sehr schön. So. Mal gucken. Unsere Tierchen. Das holen wir. Milchration könnten wir eigentlich mal reinfahren bei denen. Die brauchen Stroh, das ist easy. Aber bei den Kühen die Milchration. Den behalten wir. Den nehmen wir nicht. Der müsste gewaschen werden. Na, wo ist er denn? Bestimmt genau, der letzte. Wie immer, der letzte. So, dann fahren wir nämlich. Ich hoffe, ich komme da rein. Weil mit seiner großen Schnauze wird das dann ziemlich eng werden. Aber das macht nichts. So, wir machen mal die Karte aus, weil das sehen wir nämlich immer, wenn unser Kollege fast voll ist. So. Hexelgut 1, wir müssen also an die 2. So. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen Mischration. Also ihr seht, wir haben auch Schweinefutter da drin. Wir haben alles da drin. Schluck von meinem Kaffee. So, für die, die sich gestern gewundert haben, die Stappenbach ist erstmal pausiert, also die macht eine Pause. Mal schauen, ob es sie weitergeht oder ob ich sie immer mal nur im Livestream spiele. Keine Ahnung, ich bin
am Gucken und Überlegen ein neues Projekt. Aber das muss ich erstmal alles so gucken und schauen, je nachdem, wie die Zeit da ist. Habe ich mir gedacht, nehme ich die Stappenbach dann erstmal in den Pausenmodus. Sie wird nicht weg sein, vielleicht kommt sie wieder. Wann, wo, wie? Schauen wir mal, keine Ahnung. Ist auch alles nicht so wild. Ich sehe, unser Kollege muss abgetankt werden. Ah, der macht sich schon bereit. Der macht sich schon. Oder fährt er rückwärts? Genau, was das soll. Was er macht. Das sieht interessant aus. Das sieht interessant aus. Kommt er bis durch? Lustiges kleines Kerlchen. Abladen anhalten ist aktiviert, das ist schön. So. Hätte eigentlich so stehen bleiben können. Naja, lauter lustige Leute. So, was hätten wir? Dann stellen wir ihn erstmal hier drüben hin. Wir gehen in unseren Muku-Stall. So. Genau, das sage ich mir auch immer. Mu. So. Also, wo waren wir? Achso, also, wie gesagt, da mir die schwarze Pumpe bedeutend mehr Spaß macht, war die Schlussfolgerung, dass wir die schwarze Pumpe weiterlaufen lassen. Also, stand gar nicht zur Diskussion. Vielleicht spiele ich halt eben auch offscreen auf der Stappenbach einfach ein bisschen weiter. Es kommt dann immer mal eine Folge, wo dann wirklich was ist, weil es ist ja wirklich hier auf der schwarzen Pumpe, da ist ja jedes Mal irgendwas wirklich groß, wo man sagen kann, hier, okay. Aber auf der Stappenbach, dadurch, dass das ja ziemlich noch am Anfang ist, oder ohne hier großartig zu Kohle sich zuzuholen. Was denn hier? Ne? Deswegen ist die erstmal pausiert. Es ist auch langweilig dann, ne? Ich denke mal sicher immer dasselbe, also und ewig und tausendmal Missionen anschauen. Ich glaube, das will auch keiner sehen. Selbst mir teilweise zu langweilig. Klar, wenn Missionen sind, wir haben ja die Gerätschaften, bevor sie rumstellen, Geld machen, alles gut und schön. Aber nicht. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig. Aber ich glaube nicht. So, kann ich hier Silage mit reinklappen oder? Könnte ich hier mit reinklappen? Ah, wir fahren dann einfach. In Silo rein. So. Was sind die Ziele? Ja, wir haben ja, ihr habt es ja gesehen, eher so beiläufig das Feld 3 gekauft. Da ist jetzt so Weizen drauf. Also es wird eine riesengroße Weizenernte geben, wo wir dann hier endlich hoffentlich all unsere Produktion mit Weizen bedienen können.
So, dann steht an, auf jeden Fall wollen wir ja auch nach Feld 1 uns zulegen, weil, ne, da ist ja dann das nächste große Feld. Dann werden, ne, wir werden auf jeden Fall dann noch ein Mähdrescher, denke ich mal, brauchen. So, auf jeden Fall uns das Forststück da kaufen beim Sägewerk. Da reden wir ja schon lange von, aber ich denke mal, jetzt mit dem ganzen Zeug wird es schneller gehen, weil ich hoffe, oder ja, ich hoffe, dass unsere Produktion dann halt eben nicht so lange immer rumstehen. Weil mit Raps und so, wenn man da dann die großen Sachen, also ich denke mal, dass, oder hoffe, dass es dann ratzi-fatzi geht. Nicht? So, das. Und dann werden wir auch den versprochenen, was ich schon mal gesagt habe, das Forstzeug kommen. Weil im Moment mache ich das ja noch, ne? Ihr habt ja bestimmt gesehen, ich habe den starken Bauern an, und wenn ich da hier wenn ich da Holz brauche, dann säge ich mir mal schnell ein paar Bäume ab, mach die klein, heb die auf dem LKW und fahr die dann schnell dahin, ne? Ist jetzt ist eine Notlösung von mir, ja. Und deswegen sage ich mir, ach, das muss ich euch dann nicht zeigen. Aber ich habe ja gesagt, es wird, wir haben ja die Maschine drauf, das sind 250.000. Wir hätten sie ja auch kaufen können, aber ich habe mir gesagt, Felder. Wir brauchen Felder, wir brauchen Produktion. Na? Das war da ordentlich. Ich denke mal, wenn das dann läuft, ist das easy. So, dann gehen wir mal hier beim Kollegen gucken. Der fährt sehr komisch. Ich glaube, ich muss ihn dann nochmal einstellen. Er lässt immer ein Stück stehen, oder ist das von der... von oben? Ah, hier steht er. Wir setzen den noch mal an. Ich weiß nicht, ob die was sagt. Weite falsch eingestellt ist, kann auch nicht sein. Aber wir gucken einfach mal. Wir setzen den hier oben einfach noch mal an. Dann fährt er einfach das noch mal. Das ist ja nicht das Problem. Was unser Schneidwerk für eine Breite hat, eigentlich. Da ist es. Es hat eine Breite von 4,6 Meter. So. 4,6 Meter. So. 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 Schmeiß mal raus. Jetzt machen wir uns eine neue. Aha! 4,6 deswegen. So, 4,6 Meter. So. Warum der auch? Besser fahren, ne? Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin.
Auf jeden Fall spätestens bis in der nächsten Folge. Denn wir sind schon wieder am Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich sage, Feld 2, Maiske bis... So, ich sage, bis zum nächsten Mal. Ciao.